Hallihallo, meine Freunde. Ich habe hier mal eine Bewegungsstudie von einem Fahrgeschäft gebaut. Das ist eine Mischung aus einem Flasher. Das ist jetzt alles mit Batterie betrieben. Und natürlich die Gondelbewegung so. Und das geht auch beides. Ist alles was schwerläufig, da unter anderem die Batterien der Fernbedienung bzw. des Batteriekastens etwas leerer werden. Und natürlich, ihr kennt mich ja, ich habe immer so einen besonderen Effekt. Das ist dann dieser hier. Das ist dann wie ein Flasher, der auf einer Rotationsachse steht, zusätzlich. Und es ist ganz grandios geworden, aber es läuft noch nicht ganz rund. Das sind immer noch kleine Zahnräder, die gerne mal rausspringen. Aber ihr seht ja etwa, wie ich das meine. So, und dann, wenn es noch irgendwie. Ich arbeite noch an allen möglichen Dingen. Und bei den Lego Elves habe ich die zweite Spielmatte bekommen. Da fehlen jetzt, bis auf ein Set, habe ich die Lava-Höhle des Feuerdrachens, der geheime Marktplatz, die Drachenschule, das Starlight Inn. Und, was war das jetzt noch? Da vorne irgendwie noch. Da. Der Marktplatz und irgendwas, noch irgendein Set dabei, ein fünftes, komme ich jetzt nicht hin. Doch hier, Emily Jones und das Winddrachenbaby. So, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen.